Da haben wir doch schon mal was im Country-Look. Kann ich jetzt den Zettel nehmen? Das hat noch niemand gewagt. Ja. Und wenn, dann nur in Legenden. Dann halt nicht. Enthält weniger als 5% Tenside. Cool. Er mieft. Das ist eine lineare Sprossenfolge. Zweifellos der Weg nach oben. Das ist der schönste, den ich je gesehen habe. Groß und stabil. Au? Wir bedanken uns bei allen Passagieren, dass sie mit Tony Tough Airlines geflogen sind. Der Kapitän und die Crew wünschen ihnen noch einen angenehmen Tag. Das war Pantagruel. Es ist doch noch gar nicht Essenszeit. Ich muss nach oben. Mein Hund braucht vielleicht Hilfe. Was für leere Blicke. Dieser Besen hat schon einige Böden hinter sich, würde ich sagen. Es ist alles verdunstet. Die Inschrift lautet Vitam igit nitidam. Das erinnert mich an meinen Lateinunterricht an der Highschool. An S R Ibus Abus Ibus Die erste Regel bei Latein heißt, man sollte immer nuscheln. Genau. Damit man nicht merkt, dass man es falsch ausspricht. Pantagruel, wo bist du? Bla bla bla. Bla bla bla. Großartige Trophäe, Butch. Ich habe sie erwischt, als sie wegrannte. Es fällt mir etwas schwer, mir eine Verwendung für einen ausgestopften Schwanz vorzustellen. Bla, bla, bla. Zieh einfach mal dran. Bla, bla, bla. So, die holen wir uns schnell. Ich glaube, es heißt, sag's mit Blumen, nicht sag's den Blumen. Ja, ja, Entschuldigung. Erwischt. Irgendwie sieht sie jetzt ein bisschen anders aus, oder? Mir gefällt nicht, wie sie mich anstarrt, aber sie verleiht dem Büro einen ländlichen Charme. Ja. Bla bla bla. Bla bla bla. Bla bla bla. Hi. Entschuldig bitte, Leute. Hey, Dudley. Weißt du noch die Gruppentherapie, in der wir waren, um unsere Kollegen zu ignorieren? Kollegen? Wir haben Kollegen? Wisst ihr, was mit meinem Hündchen passiert ist? Hey, und wir sollen dir tatsächlich glauben, dass du weder Aliens noch das schockgefrorene Hirn Hitlers suchst? Warum ist dein Hund abgehauen? Du hast recht. Es ist wichtiger, die Welt zu retten, als nach meinem verschwitzten Freund zu suchen. Du kennst nicht zufällig irgendwelche neuen Witze? Also scharf nachgedacht, Taff. Was ist klein, stinkt und lebt in der Kanalisation? Ui. Deine Mutter? Oh ja, sicher, sehr komisch. Eine Kanalratte. Fast. Ich gebe dir einen Hinweis. Es trägt eine Brille und einen Regenmantel. Da sind sie. Eine dieser widerlichen Mutant Ninja Turtles, die in der Kanalisation leben. Verzeihung, Butch. Ja, Dudley? Allmählich glaube ich deine These, dass manche Leute eigentlich zur Gattung der Mineralien gehören. Sonst nichts Neues? Gestern Abend hat Butch den Fall des Schwarzmarktschweinehandels gelöst.
Natürlich. Und schon rieche ich wieder die nächste Beförderung. Schweine riechst du nicht zufällig. Ich muss schon sagen, auch wenn du dich wie ein Idiot aufführst, hast du doch Humor. Für heute Abend habe ich genug. Dürfen wir dir noch eine Frage stellen, bevor du gehst? Ja, damit. Natürlich. Könntest du uns sagen, wessen Spur du seit einigen Tagen verfolgst? Ne, streng vertraulich. Das ist eine verzwickte Situation. Sogar die Regierung versucht, mich aufzuhalten. Das muss ich unbedingt Charlie sagen. Also bis später, Leute. Warum? Bist du etwa auf den großen Halloween-Ball ins Herrenhaus der Wallens eingeladen? Nun ja, eigentlich ich... Verlass dich nicht drauf, Tuff. Bla bla bla. Bla bla bla. Bla bla bla. Bla bla bla. Mal gucken, was in dem Brief steht. Bla. Mein lieber Herr Tuff, aus der Tatsache, dass Sie diese Nachricht lesen können, schließe ich, dass diese Abendkurse tatsächlich die versprochenen Wunder wirken. Wer weiß, vielleicht können Sie in ein paar Monaten sogar auch schreiben. Aber wir wollen nichts überstürzen. Das Wichtigste ist jetzt, dass Sie, trotz des Vakuums zwischen Ihren Ohren, das Folgende begreifen. Ich habe Ihr stinkendes Tier in meiner Gewalt. Wenn Sie ihn nicht in kleinen Scheiben zurückbekommen wollen, kommen Sie heute Abend in den Halloween-Park. Mit freundlichen Grüßen, Jack O'Well. Ich will nur hoffen, dass das nicht wieder so ein Werbegag ist. Ah, ich denk's nicht. Aber das war's dann auch schon für heute. Bis dann.